So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio mit mir K7 und wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Mann, 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 Mann. Jetzt kriege ich hier massenhaft Eisen geliefert. Wer will das denn haben? Nee, ich will doch kein Eisen. Naja, gut. Nehme ich es halt, passt schon. Viel interessanter sind die Modules, die mir hier gerade gebracht werden. Das sind nämlich jetzt wieder 18 Stück. Schön, schön. Ja, wir haben jetzt den dritten Zug hinzugefügt. Und da oben die Basis mal ein bisschen abgesichert. Was ich ganz cool finde. Und ich sehe jetzt halt hier haben wir auch noch ein hübsches Kupferfeld, was ich mit anzapfen könnte. Damit könnten wir auch unsere Probleme, was den Kupfer, das Kupfer, den Kupfer, was das Kupfer angeht, ein wenig minimieren. So. So. Und gehen wir hier so außen rum. Und im Norden werden wir angegriffen. Warum? Warum greifen die uns da an? Mögen die uns etwa nicht? Wollen die etwa nicht, dass wir da eine fette Fabrik hinsetzen? Kann ich irgendwie gar nicht so verstehen, dass man damit ein Problem hat. So. Jetzt habe ich tatsächlich keinen normalen Transport Belt mehr. Ach, da sind auch noch keine Waffen an der Seite. Stimmt ja. Wie lange wartet der eigentlich da? 15 und 30. Zum Entladen ist der hier nur 15 Sekunden lang. Sorry, jetzt musste ich gerade mal eben kurz husten hier, ey. Ätzend. So, jetzt kommt hier gerade auch noch der Ölzug wieder. Jupp. Jetzt macht sich natürlich der Nachteil bemerkbar, dass wir hier nur ein Gleis haben. Aber ich sag mal, das hält sich, glaube ich, noch ganz gut in Grenzen. Bin ja schon drin. War das aber nicht geplant, Liebe. So. Und dann nehmen wir uns mal hier ein paar Laser. So, fertig. Problem gelöst, abgesichert, fertig. Dann mache ich jetzt nur mal hier unser insgesamtes Gelände dicht. Ja, wunderbar, wunderbar. Damit kann ich doch arbeiten. Und dann packen wir hier jetzt mal noch ein paar Efficiency Modules rein. Hier oben generell weniger Strom verbraucht wird. Zack.
Jo. Und dann haben wir dem hier auch noch zwei. Und dem da auch noch welche. Dann habe ich tatsächlich alle verbraucht. Aber dafür sind jetzt auch alle ausgestattet mit zwei solcher Modulen. Wir brauchen jetzt insgesamt nicht mal ein Viertel Megawatt. Also ein Viertel Megawatt, ein gutes. So. Und ja, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut sogar. Ja, prädestiniert wäre das Ganze hier natürlich jetzt für ein zweigleisiges Konstrukt. Da könnte man bestimmt einiges an Zeit mit einsparen. Aber ist die Frage, ob sich das lohnt, so viele Schienen jetzt noch zu verlegen für zwei Züge, die sich darüber austeilen. Und damit haben wir einen Gridlock? Nee, wir haben keinen Gridlock. Aber auch nur, weil ich drei Signalblöcke geplant hatte. Puh. Das hier oben, dieser Rückblock ist, das hat uns jetzt das gerade hier vom Gridlock bewahrt. Gridlock bedeutet im Endeffekt, dass egal was passiert, kein Zug mehr irgendwo hinfährt. So. Dann gehen wir jetzt mal hin und machen hier ein bisschen Strom. Na, jetzt Strom mal so. Und binden den hier an. Und dann können die auf jeden Fall schon mal arbeiten. Ist doch schon mal gut. So, ihr bringt mir gerade hier Fließband. So. Und dann packen wir hier mal so einen dran. Und machen hier einen hübschen Load Balancer. So. Und freuen uns jetzt, dass das Ganze so weitestgehend dann hier funktioniert und hier auch jetzt das Erz ankommt von Norden aus. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier dieses bisschen Kupfer auch noch abgearbeitet bekomme. Ich habe noch ein Miner. Der steht natürlich gerade optimal. Dann aber mal hier ein weiter. Und dann stellen wir hier diesen einen Miner hin. Der dann nämlich so arbeitet. Dass er das einfach da unten mit auf das Fließband drauf schmeißt. Und jetzt haben wir eine generell bessere Auslastung und auch Kupfer immer voll. Das finde ich gut. Kupfer voll ist immer gut. So, hier, das ist auch abgebaut. Klar. So, jetzt zwei so schöne Storage-Chests. Jo, und wir fangen jetzt auch schon an, Kupfer einzulagern und haben 2300 davon auf Lager. Das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Mich da weniger Stress, was ist mit dem Ölfeld? 07. Ich sag mal, das ist jetzt besser als nichts, ne?
ich jetzt hier das Ölfeld mal einstellen. Dann stellen wir daneben so ein Ding. Das kann eigentlich direkt da dran. Kriegt eine Requester und einen Active Provider. Jetzt so und so. Dann hier den Auftrag Rohölfass befüllen. Wie viel kriegen wir da immer so hin? 50. Ich mach mal hier einfach 10. Brauchen wir ja jetzt hier nur noch ein bisschen Strom. Dann haben wir da jetzt genügend Ölfässer erstmal drin. Und hey, es ist eine Ölquelle. Besser als gar nichts. Die wird später fast gar keinen Ertrag mehr bringen, aber besser als gar nichts. So, dann machen wir uns jetzt mal hier die... hier auch voll. Immer weniger Strom verbrauchen, weil unsere Öfen im Moment echt noch am meisten ziehen. Deswegen müssen wir die Modulproduktion ein bisschen ankurbeln. Wobei ich persönlich jetzt auch mal langsam auf das Ziel gehen möchte. Und dafür sollte ich mal anfangen zu forschen wieder. Das Ziel sollte unser Raketensilo sein. Und dafür brauchen wir jetzt noch Productivity 3. Machen wir Productivity 3. Das hier aus, hier hinten werden die Module produziert, ne? Ja, die Modulproduktion ist ganz am Ende, deswegen kommt da nicht so viel an, wie sein sollte. Schade eigentlich, also es ist wirklich schade, weil würde sich nämlich richtig lohnen. Und okay. Ich denke, nach diesem tollen Geräusch zu urteilen, ah, jetzt genug Logistikroboter. Wir haben das mal eben verdoppelt. Ja, mal eben. Ich denke, dann haben wir da einen Hauptverbraucher im Moment an großen Electronic Circuits durch. Die hier funktionieren nur, wenn es 0 ist größer als 0. Genau. Und 0 ist im Moment. Moment, er macht, wenn 0 kleiner als 0 ist und er, wenn 0 größer als 0 ist. Ah, okay, dann produzieren die beide mit für den hier. So war das, genau. Na gut, der produziert uns jetzt noch einen Stack und dann ist gut, meiner Ansicht nach. Weil ich denke, wir haben dann jetzt... Oh. Unser Stromverbrauch ist ziemlich hoch, würde ich sagen. Ziemlich hoch ist der. Gar nicht, wie hoch der ist, ey. Machen wir hier mal die Verteidigungsanlagen weg. Zwei, ja. Und den Masten da. Bauen gleichzeitig hier mal den ganzen Wald noch ab, der da so ist. Lassen da mal noch ein bisschen was hinstellen für Strom.
Und so. Ja, das ist doch schon mal gut, wie das hier so sauber, wie es geht, hingestellt wird. Den machen wir jetzt auch noch eben weg. Hier. Passt auch noch ein. Kann man hier drüber? Ne. Okay, also war eigentlich nicht schlecht, weil dadurch ist das da geblockt und für mich da auch die Viecher ziemlich nerven. Dann stelle ich hier mal schon mal noch so eine Station hin. Dann habe ich hier das Ganze jetzt auch ausgestattet und können hier das abbauen lassen. Komplett. Es geht vor allen Dingen auch. Oh, das sieht aus, ey. Das wupp, wird so abgemäht irgendwie. Es ist richtig. Also ich finde es richtig geil. Also die Construction Robots, das ist schon ziemlich nice. Zack, fertig. So, und jetzt lassen wir nämlich dann hier auch noch ein bisschen was davon hinstellen. Wunderbar. Fehlen halt jetzt Solarpanel. Aber immerhin kriege ich jetzt schon mal die Masse an Akkus rein. Und es fehlt nicht mehr an generellem Strom. Das ist doch schon sehr viel wert, wenn es mal sauber funktioniert. 46 Megawatt, ja, es ist nicht viel. Wie die Solarpanel im Moment hergeben. Ich denke, wir brauchen noch mehr Module. Und zwar müssen die hauptsächlich in die Fornaces, weil die kosten immer noch 16 Megawatt an Strom. Da müssen wir mal ein bisschen was machen. Wie sieht es mit dem Science aus? Es fehlt lila Science. Jo. Also ich muss gleich mal wieder eine Basis auslöschen gehen. Ich habe vergessen, da unten die Verteidigung wieder aufzubauen. Das war, glaube ich, nicht so gut. Da sollte ich mich, glaube ich, jetzt zügig drum kümmern. Aber ich will eben Module da oben reinbringen. In die Fornaces hier. Und jetzt muss ich mich mal eben schnell nach da unten sputen, dass ich da ein wenig hier sowas basteln kann. Produzieren wir eigentlich Lampen? Ja, wir produzieren Lampen ja sogar.
müsste ich die eigentlich einfach mal hier abholen, ne? Hier noch 50 Stück drin. Wenn ich das hier nämlich gleich nicht schütze, mit solchen tollen Bases hier, dann sehe ich nämlich schon, dass das alles vor die Hunde geht. Weil dann da gleich so ein Schwarm Beißer ankommt und sagt, oh guck mal, meins. Dann ist der ganze Kram weg. Gekrissel, gekrissel, gekrissel. Gekrissel, 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 gekrissel. So, und die Base hier kann komplett abgebaut werden. Muss da gar nicht mehr sein. Jetzt hat man so ein ganz tolles Geräusch auf den Ohren hier. Merkt man das? Schön, ne? Bäh. Aber immerhin bauen die jetzt da unten dann mal die Basen fertig, dass wir dann gesichert sind. Und dann kann ich nämlich hier das, den Block auch noch voll machen mit ja so Solar und so, ne? Ja, aber ich glaube, das wäre es dann jetzt auch mal wieder erstmal für diese Folge. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ich bin es nämlich auf jeden Fall. Und ja, bis dahin, euer Karo7.